Hallo Kajakfreunde, wie ihr seht, heute habe ich den 8er Cutfish hier. Da kommen andauernd die Fragen, ist ein 8er Kajak stabil oder nicht? Das testen wir heute. Das Kajak wiegt 28 Kilo und ist 2,50 Meter. Normalerweise passt er auch bei mir in dem Auto drinnen. Man kann den Beifahrersitz runterklappen und der passt echt hervorragend, wie ihr seht. Man sieht, dass das genauer reinpasst. Den nehmen wir jetzt runter, der wiegt 28 Kilo. Und gucken wir, ob ich das alleine runterkriege. So, wie ihr seht, hier ist ein Griff, ist handlicher. Damit kann ich bis Hamburg rennen jetzt. Aber den lassen wir runter. Wie man sieht, Leute, 28 Kilo leer. Das kann jeder irgendwie tragen, auch mit einer Hand so seitlich kann ich damit lang marschieren. Paar Meter Strecke hinter mir liegen. So, jetzt schmeißen wir einen Slipwagen runter und ziehen wir es ins Wasser. Das Kajak ist auf dem Wasser. Heute gehen wir 4 Kriterien durch, und zwar einmal die Kippstabilität, die Geschwindigkeit, Windekreis und Stauraum. Also, wir legen mal los jetzt. Ich versuche jetzt einfach hier vorne einmal einen Kreis zu drehen, um zu prüfen, ob das Kajak sich richtig dreht oder nicht. So einmal ordentlich ausgeben. Wie man sieht, schließt sich der Kreis auf die Schnelle. Jetzt versuchen wir mal die Kippstabilität, und ich bin davon überzeugt, auch so ein kleiner Kajak kann eine Menge ab. Also würde ich mal sagen, kann man werfen, kann man drauf tanzen. Ja, wie ihr gesehen habt, stehen geht hervorragend, aber ich muss eine Lücke vorne, um meine Sachen rauszuholen, und dann nach hinten. Gucken wir, ob das auch einfacher ist, wenn ich was vorne rausholen will. Dann gehe ich nach vorne, einfach mit den Knien dagegen, Sachen rausholen, wieder zu. Ich muss auch nach hinten. So, so auch komme ich hervorragend. Das Kajak ist trotzdem stabil genug. Prüfung bestanden, 8er Kajak läuft. Jetzt machen wir mal die Geschwindigkeit. Wie man sieht, ganz chillig treten, 2 bis 3 km/h. Und wenn ich Gas gebe, dann bin ich weg. So, Freunde. Zum Herzstück vom Kajak, der Antrieb. Der Antrieb läuft so leise, ist echt hervorragend. Pedalen, bleiben die Füße drauf haften, rutscht man nicht weg. Stauraum ist reichlich für Angler, die nicht so viel Kram mitnehmen. An der Seite haben wir kleine Fächer, unterm Sitz, hinterm Sitz passen auch einige Boxen, eine kleine Tasche, mehr braucht man nicht. Montagemöglichkeiten. Haben wir Schienensystem rechts und links. Vorne kann man Platten noch installieren. Würde ich mal sagen, für klein- und mittelgroßere Gewässer ist das Kajak perfekt. Ins Kajak reinzukommen ist ganz einfach, aber wenn man kentert, kommt man wieder so schnell auf dem Kajak, wie man denkt. Das probiere ich für euch jetzt. Bleibt dran. Hoppala!
Wie stabil ist das Kajak? Ich drehe mal einen Kreis. So, Freunde, hart am Limit. Ich werde versuchen, ganz langsam. Durch die Bauweise vom Kajak lässt sich echt schwer. Hoppala! Da haben wir den schon, mein Käppi, nicht verlieren. So, jetzt gehe ich auf die andere Seite, dass ihr das genau seht, wie ich drauf komme. Wie ihr seht, der Antrieb steckt immer, der fällt nicht runter. So, ab. Einmal mit dem Bauch drauf, sich ausruhen, was die Kräfte uns alle sind. Hier angreifen, Hebelwirkung und zack. Da habe ich das Kajak, setze wieder zurück. Landslöcher nicht vergessen, aufmachen sofort. Rechts, links, ist schon weniger Wasser im Kajak, jetzt kann ich ans Land. Oh yes, ja Angelfreunde, wie ihr seht, eine richtig schöne Abkühlung. Das Kajak ist perfekt für die Angelei und auch ja, für eure Schwedenreise, Familienreise kann man mit den Kindern ein bisschen damit fahren oder alleine am besten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal ein Like da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns. Ciao, ciao.